Knallgelb blühender Raps im Herbst, ist das jetzt der Klimawandel? Ich nehme mal die Pointe vorweg und sage, das ist gar kein Raps, aber hundertprozentig daneben ist der Gedanke dann auch nicht. Aber der Reihe nach. Raps blüht im April und Mai, dann riechen ganze Regionen über Wochen süßlich herb und die Social-Media-Kanäle füllen sich mit posierenden Menschen. Schon wenige Wochen drauf würde niemand mehr auf die Idee kommen, Raps für Instagram und Co. zu fotografieren. Der sieht dann nämlich ziemlich langweilig aus, sobald sich die Schoten bilden und die Pflanzen vor sich hin welken. Im Herbst ist der Raps längst in der Ölmühle. Aber warum ist der Gedanke an Raps dann trotzdem nicht so falsch? Raps gehört zu den Kreuzblütlern, hat also an jeder Blüte vier Blütenblättchen. Und das, was im Herbst leuchtend gelb blüht, sind ebenfalls Kreuzblütler. Die werden übrigens auch Kohlpflanzen oder Brassicaceae genannt. Was im Herbst draußen im Feld blüht, ist Senf. Gleiche Familie wie der Raps, aber sozusagen der Cousin. Zum erweiterten Familienkreis gehören auch noch Brokkoli, Blumenkohl, Rübsen oder auch Rucola. Dort, wo spät im Jahr Senf blüht, stand im Sommer noch zum Beispiel Getreide. Senf ist eine Zwischenfrucht und die erfüllt wichtige Funktionen. Seine tiefen Wurzeln lockern den Boden und halten ihn gleichzeitig fest. Das verhindert Erosion und Überschwemmungen. Außerdem binden die Pflanzen den Stickstoff, der im Boden ist, und bilden Biomasse, die Grundlage für Humus. Nicht zuletzt sind die Blüten der Zwischenfrucht ein wahrer Magnet für Insekten. Die freuen sich über Nahrung so spät im Jahr und auch über den Lebensraum zwischen den Pflanzen. Wenn es im Herbst und Winter so mild ist wie in den letzten Jahren, wachsen Zwischenfrüchte wie Senf, Klee oder auch die blaue Phacelia besonders stark. Diese Menge an Biomasse wird nicht geerntet, sondern bleibt auf dem Feld. Idealerweise kommt im Winter dann nochmal Frost, damit die Pflanzen abfrieren und bis zum Frühjahr verrotten. Oder sie werden maschinell abgeschlägelt. In beiden Fällen freuen sich Regenwurm und Mikroorganismen über das Futter. Im Frühjahr werden dann Mais, Zuckerrüben oder Sommergetreide in den humusreichen Boden gesät. Raps sollte übrigens nicht unmittelbar vor oder nach dem Senf stehen. Die Verwandtschaft ist so groß, da könnten sich Schädlinge und Krankheiten sonst ideal vermehren. Wenn jetzt noch Zweifel kommen, ist das Raps oder Senf? Einfach mal die Pflanzen anfassen. Senf hat rau behaarte Stängel und Blätter, beim Raps sind sie nahezu glatt. Außerdem sind die Blätter vom Senf am Rand deutlich stärker gezackt und verreibt man sie, riechen sie stechend nach Senf. Beim Raps ist das eher ein kohlartiger Geruch. Angeberwissen zum Schluss. Obwohl die Zwischenfrucht knallgelb blüht, heißt sie weißer Senf. Das hat nichts mit der Blüte zu tun, sondern mit dem Samen und der ist weiß.